Wir machen weiter. Hier ist unsere Mission, unser Ziel. Eindeutigen Alp. Hat wahrscheinlich auch rote Augen. Jax, Nein. was in aller Welt machst du denn hier? Ich dachte, dich gibt es gar nicht mehr. Du kennst mich. Natürlich. Wir haben etwas gemeinsam, du und ich. Xakor, klingelt da was? Moment, willst du mir sagen, du bist ein Alp? Das wissen wir Psst, doch. nicht so laut. Dass ausgerechnet du das in Frage stellst. Du siehst für einen ehemaligen Alp auch nicht gerade blass aus. Aber was anderes. Du wurdest geschickt, um mich zum Depot zu begleiten, nicht wahr? Nicht ganz. Irissa wollte wissen, ob du noch in einem Stück bist. Das ist alles? Mehr hat sie dir nicht anvertraut? Dann werde ich wohl bei Null anfangen müssen. Aber nicht hier. Wenn ich weiter aushole, wächst diesem degenerierten Haufen noch ein zusätzliches Paar Ohren. Vor der Stadt ist es sicherer. Folge mir. Nur mal so aus Neugier. Was hältst du von dieser Stadt? Ah, meine alte Hütte hat mir besser gefallen. Das kann ich mir vorstellen. Aber der Gestank hier ist sehr aufschlussreich. Wie meinst du das? Es riecht nach Lust, Furcht und Gier. Die ganze Gegend stinkt nach Mensch. Ich dachte, du wolltest keine Aufmerksamkeit. Wenn du weiter so redest, erreichst du das Gegenteil. Ah, guck dir die Gestalten doch an. Das übersteigt deren Horizont. Aber wenn es dir wichtig ist, verzichte ich auf weitere Ausführungen. Immerhin bist du mein Vorbild, das Ideal, an dem ich arbeite. Ist das so? Natürlich. Du wirst es bald verstehen. Da waren Berserker drinnen. Was machen die denn hier? Eine andere Wache. Reden wir mal mit der. Wen hast du denn erwartet? Nicht dich. Okay. Da ist der andere Eingang anscheinend. So, das ist weit genug. Zeit, den Stand der Dinge zu klären. Wie es aussieht, weiß ich mehr über dich als du über mich. Die Frage ist somit, wie viele Informationen ich dir anvertrauen sollte. Denn wenn Irissa nicht konkret geworden ist, wird sie ihre Gründe gehabt haben. Schaffen wir also eine gemeinsame Vertrauensbasis. Begleite mich zum Depot nach Ignadon. Unterwegs lernen wir einander kennen und nebenbei erzähle ich dir ein paar Takte über mich und meine Mission. Warum Von hier nicht? aus können wir sofort nach Ignadon aufbrechen. Exzellent. Mir nach. Unsere erste Etappe liegt außerhalb des Kraters. Je schneller wir hier raus sind, desto besser. Sonst fangen wir uns noch eine Krankheit ein. Oder Monster. Irgendwie Kleine. fällt mir der Aufstieg immer schwer. Also nochmal. Weiter, weiter, weiter. Irgendwie fällt mir der Aufstieg immer schwer. Der Nachteil, wenn man kaum Elex konsumiert, die Kraft schwindet. Warum tust du es dann nicht? Und damit meine menschliche Form aufs Spiel setzen? Die Menschen sollen nicht wissen, woher ich komme und was ich bin. Was ich an Elex. Ah, mein Kopf. Ich muss mich konzentrieren. Wenn ich das nicht in den Griff kriege, passieren noch irgendwelche Dinge mit mir. Die Luft wird frischer. Kostbarer Sauerstoff. Wo war ich Oh. gerade? Ah ja. Merkst du auch, wie sich die Lungen füllen? Es riecht nicht mehr so unangenehm, falls du das meinst. Exakt. Das unterscheidet uns von den anderen Alps. Exakt. Das unterscheidet uns von den anderen Alps. Sie haben Going. kein Gefühl für die Umgebung. Krone der Schöpfung, dass ich nicht lache. Zu fühlen ist eine Faszination, die ein Großteil von uns noch immer nicht versteht. Alles braucht seine Zeit. Die Floskel hast du doch von den Menschen übernommen. An Zeit mangelt es nicht.
wohl aber Willen. Der Wille nach Veränderung ist aber unter den unseren nur bruchstückhaft vorhanden. Aber auch das wird sich ändern, wie alles im Leben. Der Krater des Meteoriten. Vor uns erstreckt sich ein wahrer Schatz. Wohl eher ein Haufen Blechhütten. Exakt. Und doch ist das nur die halbe Wahrheit. Einerseits ist der Krater der größte Schrottplatz der Welt. Andererseits steht er für die Geburtsstunde der Er hat auch gehört. Ich kann keinen Abstand. Muss nahe bleiben. Kein Abstand. Was ich... Du bist okay. Ohne das Elex, das der Meteorit mit sich gebracht hat, gäbe es uns nicht. Wie steht's mit dir? Ich für meinen Teil habe mich satt gesehen. Lass uns weitergehen. Alles klar. Du bist übrigens einer der Gründe, warum es mich gibt. Wie darf ich das verstehen? In Bezug auf mein Äußeres. Aber dazu muss ich etwas weiter ausholen. Als du dich seinerzeit mit den Menschen... Ah, verdammt. Guck mal nach vorn. Überloten. Sonst noch was? Was ist da vorne? Outlaws. Ich führe dich. Ich glaube, die wollen was von uns. Oh. Mit einem der Kerle bin ich schon öfter aneinander geraten. Besser du übernimmst das. Sorg einfach dafür, dass man uns durchlässt. Wie überlasse ich dir. Und was machst du? Ich beobachte und lerne. Bin gespannt, wie du die Situation löst. Soll das heißen, du lässt mich im Stich? Unterwegs hilft man einander. Auch wenn es einen geringen Lerneffekt hat? Selbst dann. Gut, du kannst auf mich zählen. Mit diesem Boom-Boom-Stick mache ich das. Ja, was geht ab, Leute? Na, Burschen, hast dich verlaufen? Oder suchst für dich und deinen Begleiter ein einsames Plätzchen? Du legst dich mit dem Falschen an. Deine Taschen sprechen eine andere Sprache. Ich will Kohle sehen. Wegzoll, kapiert? Viper hat ausdrücklich verboten, Reisenden. Sieht so aus, als wenn mich interessiert, was er von sich gibt. 200 Splitter auf die Kralle. Sofort. Gegenvorschlag. Bezahlen mich, dann lasse ich euch am Leben. Ich wusste, der Kerl sieht nach Ärger aus. Los, lass uns abhauen. Du hast das völlig falsch verstanden. Ich muss nach Wegzoll fragen. War nicht meine Entscheidung, ehrlich. Rück das Elixid raus und ich vergesse die Angelegenheit. Du hast ihn ja gehört. Bezahl den Mann. Ich? Aber warum ich denn? Jetzt mach schon. Es ist ja alles geklärt. Wir verziehen uns dann. Ja, bevor ich es mir anders überlege. Fantastisch. Gute Arbeit. Zufrieden? Ich bin überrascht. Du hast diesen Herumtreiber wirklich am Leben gelassen. Ich gebe zu, ich bin vom Gegenteil ausgegangen. Naja, verschwinden wir von hier. Nur muss ich ein wenig das Tempo rausnehmen. Mein Magen macht wieder Probleme. Gehen wir ein kleines Stück. Ich weiß wirklich nicht, was los ist. Es geht schon seit ein paar Tagen so. Verdammter Organismus. Vielleicht muss ich ihm doch wieder etwas mehr Elex zuführen. Du wolltest mir erklären, was es mit deiner menschlichen Form auf sich hat. Viele von uns konnten nicht nachvollziehen, wie es dir vor Jahren gelungen ist, den Hybriden zu stürzen. Fragen konnten wir dich nicht, du hattest dich ja aus dem Staub gemacht. Aber es musste mit deinem Zugang... Ich hätte die alte Welt gerne einmal intakt gesehen. Wo war ich gerade? Ah ja. Um also unsere Effizienz zu steigern, mussten wir unseren Elex-Konsum herunterfahren. Was, nebenbei bemerkt, sowieso passiert wäre. Warum? Ganz einfach. Die Konverter waren zerstört. Der Elex-Nachschub ist ins Stocken geraten. Was Emotionen aber bewirken,
wie man mit ihnen umgeht. Was Emotionen aber bewirken, wie man mit ihnen was umgeht. Was war das? Dafür mussten umfangreiche Studien her. Und wie sahen die aus? Du begleitest gerade eine zurück ins Depot. Ich bin selbst eine. Du hast also im Krater menschliche Verhaltensweisen analysiert. Nicht nur dort. Ich war fast überall. Aber was anderes. Ich brauche eine Pause. Mein Körper braucht Nährstoffe, ganz gleich, ob der Magen rebelliert. Der Nachteil am Menschsein ist der kümmerliche Abwehrmechanismus. Vitamine, Proteine, ständig muss man auf den Energiehaushalt achten. Als reiner Alp war ich selbst mit einem Minimum an Nahrung imstande, Höchstleistungen zu vollbringen. Aber da erzähle ich dir ja nichts Neues. Also, willst du auch was essen? Ich lade dich ein. Das Angebot schlage ich nicht aus. Hier, alles, was du brauchst, in nur einer Dose. Das ist alles? Koste. Du wirst überrascht sein, wie reichhaltig es ist. Da ich nicht drumherum komme, meine Portion jetzt gleich zu mir zu nehmen, könntest du in der Zeit nach Verfolgern Ausschau halten. Wäre nicht das erste Mal, dass ich mich damit rumschlagen muss. Erwartest du weitere Outlaws? Ja, die Begegnung mit den beiden hat bestimmt Staub aufgewirbelt. Minimieren wir das Risiko einer Konfrontation. Gut, ich sehe nach, ob uns jemand folgt. Lauf einfach ein Stück den Weg zurück, den wir gegangen sind. Aber bleib in Rufweite, dann kann ich zu Hilfe kommen. Bekomme ich hin. Bis gleich. Verstehe, ein bisschen looten gehen. Schauen, was es zum Killen hier gibt. Mir überlegen, ob ich die Schwierigkeit nicht höher stelle. Oh. Skibo hat sich getäuscht. Niemand verfolgt uns. Ich erledige dich im Handumdrehen. Zeit zurückzukehren. Nee. Überhaupt niemand. Schrotflinten-Time. Geiles Teil. Und das ist ein Life Changer. Nee, niemand verfolgt uns. Hat das sich richtig getäuscht? Keine Banditen in der Nähe. Überhaupt nicht. Alles klar, Falk. Wirkst ein bisschen vergiftet. Und das ist Roboter. Android Falk. Aha. Und fertig gestöhnt? Nein. Nein, hat er nicht. Ich glaube, das gefällt ihm doch ein bisschen. Gott. Etwas Geiles hier. Ich glaube, ich werde auf Doppelläufige setzen. Schauen, dass ich da mehrere davon bekomme. Wir auch nicht. Ja, gutes Ding da. Damit kann man Schaden machen. Der hat den Fight gar nicht mitbekommen. Oh, wir fliegen doch immer so langsam. Passt ja was überhaupt nicht. Wenn ich raten würde, würde ich sagen, das liegt mit meiner Stärke zusammen. Bin einfach zu breit. Aber sonst könnte ich die Schrotflinte nicht halten. Ohne die Stärke und Geschicklichkeit. Ach, interessant, wie ich jetzt auch in Erwägung ziehe, den Outlaws beizutreten. Ja. Mir das Rattenfleisch. Überhaupt, wenn sie die Ratte töten wollen. Ja, da gehen wir weit. Dann gehen wir bald drüber blüten da. Diese Zone schreit nach Blut.
Brrr. Ah, wie weit sind wir in der Folge? Ah, gut, gut, sehr gut. Alle falschen Tasten drücke ich gerade. Da haben wir noch gute 10 Minuten. Irgendwas Interessantes hier? Klimmzüge? Nein, macht diesmal nicht. Mist. Nicht runterfliegen, Sharks. Das ist ein Tresor. Nöp. Wo ist die gute Loot? Ich rieche es. Ich rieche sie doch. 5, 4, 2. Nein, das war es nicht. 6, 4, 3, 9, 2. Wieder falsch. 2, 9, 1. Ach, verdammt. Nun habe ich den Code schon wieder vergessen. Nein, halt. 1, 9, 2, 8. Das war die richtige Nummer. Geht doch. Bin ein guter Zuhörer. Gute Arbeit, Linda. Das nenne ich Teamwork. Das ist jetzt aber der richtige Code. 6, 4, 1, 8. Ein Glück, dass ich dieses Gerät habe. Ich hätte schon viel eher auf die Idee kommen sollen, mir den Code aufzusprechen. Wieso bin ich bloß so vergesslich? Gibt's hier noch einen zweiten Safe? Hier scheint alles gelootet zu sein. Oh! Wir werden gleich sehen, ob ich die schwierigere Schwierigkeit brauche. Hey, yo! Bossbestie! Da. Glitch-Spot? Nein. Ja, wir stellen die Schwierigkeit dann höher. I'm OP as hell. Darf nicht malen. Ja, wenn ich bei Outlast bin in der Nähe. Die malen mir schon genug. Dass YouTube sich schon wundert, was hier abgeht. Komm schon, Jax! Mist. Da hätte sich festpasst. Oh, ja, vergessen wir es lieber. Schauen wir, ob noch ein Hintereingang ist. Nein. Ja, in der nächsten Folge wird die Schwierigkeit höher gestellt. Blumenloch-Brötchen. Okay, Herbert. Ah. Was anders immer. Ob ganz dann nerven werden, die wirklich so stark sind. Ist da oben. Dieses Haus waren wir schon. Wieder zurück zur Mission und weiter rennen. Wie weit ist das entfernt? Nur dass ich weiß. Auch nicht so weit, okay. Das schaffen wir in dieser Episode noch. Brr. Und? Wie viele Verfolger hast du gezählt? 3, 4? Keinen einzigen. Höchst ärgerlich. Für mich ist nichts lehrreicher als eine Situation, die eskaliert.
Das Adrenalin, der ungewisse Ausgang, ein Fest für das Bewusstsein. Trotzdem sollten wir aufbrechen. Mein Magen macht zwar noch immer Ärger, aber darauf dürfen wir keine Rücksicht mehr nehmen. Bereit zum Aufbruch? Natürlich, auf geht's. Gut, es ist ohnehin nicht mehr weit. Eine Frage beschäftigt mich schon länger. Wenn du jemanden aus dem Weg räumst, was fühlst du da? Ich frage, weil dieser Umstand bei mir ein extremes Hochgefühl auslöst. Ich genieße es förmlich. Das Flackern in den Augen, das Zittern des Körpers, als würde man ein Insekt in der Hand zerquetschen. Was ich fühle, hängt vom Gegenüber ab. Ah, ich verstehe. Individuelle Abneigung oder Zuneigung beeinflussen den Grad der angewendeten Gewalt. Du hörst dich gern selbst reden, oder? Was ich gerade sagen wollte, bevor ich unterbrochen wurde. Die wortkarge Zeit habe ich hinter mir. Allein das Luftholen, um neue Wörter zu formen, lohnt sich schon. Aber du sprichst wieder einen wichtigen Punkt an. Ich schweige für eine Weile. Oh, ich bin süchtig. Dann ist es einfacher, meinen Bewegungsfluss aufrechtzuerhalten. Natürlich. Oh, wir sind OP, wir müssen... Fast am Ziel. Ich fühle eine gewisse Leere. Du konntest es doch kaum erwarten, Ateris den Rücken zu kehren. Ja, aber ich weiß auch, was vor mir liegt. Es fällt mir immer schwerer, mich den hiesigen Regeln zu beugen. Wie gehst du damit um? Was machst du, wenn man dich in eine Rolle hineinzwängt? Ich will ins Depot, lass die Fragerei. Deine Ungeduld muss ich mir merken. Interessante Eigenart. Das ist im Grunde alles, worüber ich dich in Kenntnis setzen wollte. Einen Vorteil hat unsere baldige Ankunft. Im Depot sind wir absolut sicher. Keine Viecher, keine Herumtreiber. Da drüben. Apropos Viecher. Bäm. Kleiner Wolf. Wo war ich gerade? Ah ja. Keine Viecher, keine Herumtreiber. Absolute Sicherheit gibt es nirgendwo. Langsam verstehe ich, warum es in der Vergangenheit still um dich geworden ist. Ich kann dir versichern, nichts überwindet unsere Befestigungsanlagen. Oh ja, solche, das werden wir gleich testen. Solche scheitern immer an der Wirklichkeit. Ah, ich kenne die Statistik. Schau dir das an. Die Shotgun gerade eingegangen. Achtung! Oh. Das ist ja noch was. Ich safe von overpowered bin. Wie viele Menschen hier früher wohl lebten? Keine Ahnung. Bleib aber ein totes Viech. Ja, damit mir nichts passiert, natürlich. Also nochmal. Na, jetzt hat's wird gelootet. Eisenbahn? Cool. Wo ist er? Da ist er. Folge mir. Verschon mich mit Statistiken. Gut. Vielleicht geben dir die ständigen Angriffe auf unseren Stützpunkt sowieso bald recht. Dieses fremdartige Gezücht und die Menschen sind sich erschreckend ähnlich, zahlreich und penetrant. Wir sind da, deine neue Heimat. Zumindest würde ich mich freuen, wenn du dich uns wieder anschließt. Und ich weiß, wovon ich spreche. Immerhin bin ich einer der wenigen, die wirklich wissen, was Freude ist. Wir treffen uns später. Ich muss mich noch um was kümmern. Vergiss nicht die Ausrüstung, die ich dir versprochen habe. Und wo finde ich dich? Wenn alles läuft wie gehabt, findest du mich bei den Elix-Depots. Und wo wir gerade dabei sind, das ist für dich. Normalerweise kriegen wir alle eine feste Ration, aber... Naja, stell keine Fragen. Wir sehen uns, bin spät dran. Jo. Nett, nett. Oh. Noch stärker werden. Ich habe jetzt keine Zeit für dich. Ist klar, ist klar, ist cool, cool.
Oh, es gibt eine Nebenmission, wo ich Tresore hacken muss in dieser Stadt. Dieser Komplex ist wirklich strukturiert. Die Platzierung der Gebäude wurde ihrem Nutzen nach vorgenommen. Alte Gewohnheiten sterben langsam. Ja, ich denke, was Effizienz angeht, sind die Alps den Menschen... Ah, ein weiterer Teilnehmer im großen Spiel der Mächte von Magallan. Wie ich sehe, hat dich dein Weg wieder in eisige Gefilde zurückgeführt. Und das nach so langer Zeit. Kaer Ekrom, wenn ich mich nicht täusche. Du kennst noch meinen Namen? Das ist sehr interessant, wo wir doch so selten das Vergnügen hatten. Wenn ich mich recht erinnere, warst du damals Kundschafter im Dienste des Eispalastes und viel unterwegs. Eine alte Tätigkeit, die ich nie ganz abgelegt habe, auch wenn sich meine Aufgabenfelder um einige Dinge erweitert haben. Bescheiden? Es heißt, du seist der erste Lexitor, also der oberste geistige Anführer der Alps. Für dich nur Ekrom, Jax, Bestie von Xarkor. Du hast recht. Titel sind Schall und Rauch, egal wie hart man sie sich erarbeitet hat. Und doch wanderst du wieder auf den Pfaden deines alten Volkes. Und das sicher nicht ohne Grund. Ich nehme an, du bist hier wegen der Fremden, die unseren Planeten heimsuchen. Es gibt eine Vielzahl von Dingen, die ich erledigen muss. Nun, das ist hochinteressant. Was kann ich tun, um dich bei deinen Aufgaben zu unterstützen? Oh, coole Stimme, so viel Vocal Fry. Du bist das Oberhaupt der Alps. Hast du keine Bedenken, ganz ohne Schutz außerhalb des Depots herumzulaufen? Ich bin Elexitor der Alps. Wenn ich es nicht einmal schaffe, gegen die Gefahren Ignadons zu bestehen, wie soll ich dann ein Volk führen können? Was gedenkst du, gegen die Invasion der Fremden zu unternehmen? Augenscheinlich sind wir Alps momentan in der schlechtesten strategischen Position aller Völker von Magallan. Und wie es gerade aussieht, sind wir auch nicht so gut ausgerüstet wie sie. Was uns Alps zur ersten Zielscheibe für die Fremden macht. Es gilt also, wachsam zu bleiben und alle Bewegungen der Fremden genau zu beobachten. Auch einer der Gründe, warum ich nicht häufig im Depot aufzufinden bin. Wachsamkeit? Das ist alles, womit du aufwarten kannst? Ich hätte dir einen ausgefeilteren Plan zugetraut. Keine Sorge, den habe ich auch. Nur werde ich ihn dir nicht mitteilen. Du hast dich für das Volk der Alps nicht nur einmal als problematisch herausgestellt. Mach dich verdient für unser Volk, auf welche Art du das auch bewerkstelligen magst. Wer weiß, vielleicht kommt der Tag, an dem ich meine Kenntnisse und Pläne mit dir teile. Bis dahin allerdings. Du könntest bei den Alps ein gutes Wort für mich einlegen. Nun, das könnte ich tun. Allerdings sind es deine eigenen Entscheidungen gewesen, die dich dahin gebracht haben, wo du jetzt stehst. Wenn du unser Volk von dir und deiner Sache, wie auch immer diese aussehen mag, überzeugen kannst, dann hast du es dir verdient. Andernfalls... Schon klar. Ich kann dir nur den väterlichen Rat geben, konsequent zu sein. Der Wankelmütige ist niemals so effektiv und vorbildlich wie der standhafte Soldat mit einem klaren Ziel vor Augen. Ach, und noch etwas. Die Fremden machen ihre Besitzansprüche mit aller Macht geltend. Wenn du also nicht sterben willst, dann meide bis auf Weiteres das Land Marakor. Dort sind sie besonders aktiv. Wo war ich? Ja, egal. Ich denke, was Effizienz angeht, sind die Alps den Menschen eine Schrittlänge voraus. Da ist es beruhigend, dass sie nicht mehr die gleichen Aggressionen zeigen wie früher. Oh, den Typen könnte ich den ganzen Tag zuhören.
Sehr geile Stimme. Okay, wir werden mal schauen, wo diese Safes sind. Bring mir etwas bei. Natürlich. Was soll es sein? Und ob ich sie überhaupt schon hacken kann? Mehr Gerissenheit, das kriegen wir hin. Hacken ist sie. Okay, mehr Gerissenheit. Habe ich auch noch gar nicht reingesteckt. Gerissenheit auf 15. Den Rest gebe ich wieder in Stärke. So. Dann machen wir diese Mission offscreen, weil es wird einfach nur sein, wo ich durch die Zone hier renne und die Karte abschaue. Wo ist sie dann, die Mission? Geschriebene Signatoren. Das da. Das muss ich absuchen alles. Das mache ich offscreen. Wir sehen uns dann wieder. Jo. Peace out.